diesem Video zeige ich dir, wie du online Frauen kennenlernen kannst und den wahrscheinlich wichtigsten Grund, warum du bisher beim Online-Dating zu wenig Resultate bekommen hast. Erstmal muss ich sagen, dass ich selbst nicht der allergrößte Anhänger von Online-Dating, Chats und Messenger-Diensten bin und ich das Ganze eher sporadisch nutze. Das heißt aber nicht, dass du online keine schönen Frauen kennenlernen kannst. Ganz im Gegenteil. Mit der richtigen Herangehensweise kannst du ordentlich abgreifen. Ich weiß, dass sich viele Jungs beklagen, Online-Dating funktioniere nicht, wirklich schöne Frauen gibt's da eh nicht und die Frauen, die vorhanden sind, reagieren einfach nicht auf Nachrichten. Ich würde sagen, Vorsicht mit solchen Urteilen. Wenn du im Netz flirten willst, Frauen klar machen, deren Nummer abgreifen und sie anschließend real treffen willst, dann musst du verstehen, was im Köpfchen einer Frau vor sich geht, wenn sie ihr Profil irgendwo veröffentlicht oder sich Profile von Jungs anguckt. Und hier komme ich schon zu dem fatalen, selbstzerstörerischen und ruinösen Nummer 1 Fehler, der dir bisher wahrscheinlich alles versaut hat. Okay, wie bringe ich es dir bei? Frauen, besonders die schönen Exemplare, sind zu Recht skeptisch bei Männern. Im realen Leben ist das so und online, da ist das ungefähr 800.000 Mal verstärkt so. Der schlimmste Fehler, mit dem die meisten Männer ihre Chancen online komplett verbocken, ist das eigene Profil sowie die geposteten Bilder. Guck mal, Frauen wollen vor allem anderen gewährleistet haben, vergiss das, sie wollen die Versicherung, dass du unbedrohlich, freundlich, normal und sozial kompetent bist. Und genau das wird über nichts anderes so deutlich wie über deine Profilfotos. Bilder sagen mehr als Worte. Wenn ich mir so manche Profile von Männern angucke, und das habe ich für dieses Video gemacht, dann wundert es mich kein bisschen, dass Frauen verschreckt, gelangweilt oder gar angewidert sind. Wichtige Erkenntnis: Frauen wollen keine schrägen Typen. Ich zeige dir im Folgenden einige Profilbilder, die dir als Beispiel dienen sollen, wie deine Bilder nicht aussehen dürfen. Guck mal hier. Wie du siehst, sind diese Fotos unter aller Sau. Und mit Frauen, die von solchen Typen angeschrieben werden, empfinde ich tiefes Mitleid. Wie solltest du das stattdessen machen? Hier sind meine 7 Punkte, die ich dir empfehle. Nummer 1. Stelle sicher, dass du auf deinen Fotos einen unbedrohlichen, freundlichen und unverdächtigen Eindruck machst. Lächle und zeig dich in einem entspannten sowie gut gelaunten Zustand. Nummer 2. Stelle sicher, dass die Fotos von hoher Qualität sind. Vermeide Fotos mit schlechten Lichtverhältnissen, Unschärfe sowie nicht klar erkennbaren Motiven. Nummer 3. Vermeide Fotos vor einer leeren Wand, in deiner Küche, vor dem Computer, beim Gaming sowie mit obszönen Gesten bzw. in anrüchigen und perversen Posen. Nummer 4. Poste in deinem Profil nicht nur ein einziges Foto, sondern ich würde sagen mindestens 4. Deine Fotos sollten dich bei verschiedenen und möglichst abwechslungsreichen Aktivitäten zeigen. Nummer 5. Poste mindestens ein Foto, das dich in deinem sozialen Umfeld zeigt. Gut machen sich hier Fotos mit Freunden bzw. bei Partys und fröhlichen Veranstaltungen. Nummer 6. Gib an, ohne anzugeben. Poste Bilder, die dich bei spannenden Aktivitäten zeigen. Besonders empfehlenswert sind Reise- und Sportbilder, bei denen der Betrachter gerne dabei sein würde. Nummer 7. Zeige dich bei deinen Aktivitäten im Mittelpunkt und nicht als bloßer Beobachter. Fotos, bei denen du sportlich aktiv bist bzw. bei denen dir andere zuhören oder dich gespannt beobachten, sind ideal. Mit diesen 7 Punkten im Hinterkopf zeige ich dir jetzt noch ein paar Fotos, die dir als gutes Beispiel für dein Profil dienen können. We'll be right back.
Zusammenfassend will ich dir auf den Weg geben, dass dein Profil mit deinen Fotos wirklich Kernfaktor dafür ist, ob dich Frauen interessant finden oder nicht. Du musst wissen, dass sich schöne Frauen zwar auch durch die Profile klicken, aber so gut wie nie einen Typen ansprechen werden. Das musst du schon machen. Sobald du das tust, dann ist das allererste, was die Frau tun wird, immer dein Profil in Augenschein zu nehmen. Und 99 von 100 ansehnlichen Frauen werden eben nicht auf deine Nachrichten reagieren, wenn deine Fotos nicht einladend sind. Übrigens gibt es da einen Online-Dating-Kurs, für den ich wirklich gerne Werbung mache und den ich dir ohne Einschränkungen empfehlen kann. Der Macher dieses Stoffes ist, wenn du mich fragst, konkurrenzlos im Bereich Online-Dating und die Methoden, die er in seinem Kurs zeigt, brauchst du praktisch nur noch zu kopieren. Das Beste, was mir bisher unter die Augen gekommen ist. Klick dafür den Link unterhalb des Videos und guck dir das mal genauer an. Ciao, ciao.